Hallo Freunde der käuflichen Liebe und herzlich willkommen zurück zu Infamous Second Son. Wir sind mal wieder mit Delzin unterwegs und in diesem Part werde ich auf jeden Fall die nächste Mission starten, nachdem ich im letzten Part ja so ein paar Kommandozentralen zerstört habe. Oh, was ist hier los? Willst du mich verscheißern? Was wollt ihr denn hier? Da. Was ist das? Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Oh, das war ein Zivilist, verdammt. Meine Fresse. Versteck dich hier nicht. So. Was ist das? Konnte ich hier nicht eben? Jetzt ist er auch eh weg. Was soll der Geiz? So. Und eben konnte ich hier doch einem Zivilisten helfen. Bleib hier! Brauch dich für mein Karma! Hallo! Ach so, das war ein Akula. Ah! Okay. Alles Klärchen. Oh. Aber dir kann ich helfen. So. Dann, was haben wir hier noch? So, die eine Scherbe habe ich schon mal. Hier helfen wir auf. Und wer schießt denn hier auf mich, bitte? So, war die auch auf die sanfte? Hallo? Komm her hier, du schießt auf mich, das hast du davon. So. Hier waren noch eben irgendwo noch ein paar Scherben, die ich entziehen konnte. Da sind zwei auf der Seite. Das ist schön. Wie komme ich da am besten hoch? Ist hier nirgendwo ein Lüftungsschacht? Was soll denn das? Wir hatten das Gebäude entworfen. Okay, ich brauche was anderes als Rauch, auf jeden Fall. Hier kommt, genau, da kann man Neon. Dann kann ich jetzt mal schön aufs Dach sprinten. So. Da ist Nummer 1. Und irgendwo hier fliegt dann nur noch eine rum. Ah, wo bist du? Oder ist die... Hä? Wo ist die denn? Moment mal. Mal ein bisschen Video, weil es gerade so viel Spaß macht. Probieren wir mal wieder alles durch. Was ist denn diese dämliche Drohne? Sag mal. Hä? Ist das... Wie fliegt das Ding denn lang? Als wenn das hier irgendwo zwischen den Häusern durchfliegt. Okay. Nur langsamer. Jetzt gehen wir hier entgegen. So. Geht das hier irgendwo rein oder was soll das? So.
Oh, Kamera. Wo sind sie? Weg. Tja, und jetzt bin ich wieder hier. Schönen Schrank auch. Und ich sehe... Ah! Da haben wir dich ja, du kleiner Schlingel. Wow. Wo ist er? Da. So. Mann, Mann, Mann. Alles klar. Auf der Seite hier ist noch einer. Halt. Nun, hoch mit dir. So. 11 Scherben eingesammelt. Dann gucken wir doch erstmal, was wir haben. Dann Neonrauch, Video. Blutrünstige Klingen, Kapazität auf 5 erhöhen. Jo, ist gekauft. Drücken Sie. Boah, das ist brauchbar. Schwebefeuer, okay, das ist zu teuer. Oh, hier verbessert. Ei. Ne, Moment, das habe ich doch schon. So. Streichen wir das. Hole ich mir das für 2. Und dann noch 1 von denen. Oder hole ich mir die beiden? Entziehen und den Videostrom. Ich glaube, ich hole einmal die. Ach, die habe ich auch. Nee, da ist der Signalschub. So, den. Und hier Video entziehen. So. Alles Klärchen. Damit sind wir die Scherben auch wieder los. Dann kann ich mich jetzt ja auf dem Weg zu der Mission machen. So. Ich muss ja irgendwo hier auf den Dächer sein. Halt. Da. Erstmal gucken, worum es hier überhaupt ging. Quid pro quo. Hank, was gibt's? Hör zu, Kleiner, ich hab nachgedacht. Als du mich vorhin über die Häuser gejagt hast, mit den Helis und dem ganzen Zeug. Stimmt. Ja, es tut mir echt leid. Nein, ich wollte eigentlich sagen, du hast den Dreh mit den Rauchtricks voll raus, die du von mir hast. Ja, aber einen Trick musst du mir noch beibringen. Du bist aus ihrem Turm entwischt. Wie bist du an den elektrischen Barrikaden vorbeigekommen? Auf einem gegenüberliegenden Dach steht ein Transformator, den du lahmlegen musst. Aber das nützt dir auch nichts. Der ganze Turm ist gepanzert und die halbe DUP-Armee steht dort Wache. Aber vielleicht, wenn wir uns zusammentun. Hey, mein Spezialgebiet ist es, auszubrechen. Einbrechen ist nicht mein Ding. Hör zu, wir haben beide Gründe, an Augustin ranzukommen. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Aber wir müssen es zu unseren Bedingungen tun, nicht zu ihren. Wir müssen sie aus ihrer Festung nach hier draußen locken, wo wir eine Chance haben. Schon ein Plan? Da waren doch diese beiden Kids in dem gepanzerten Bus mit mir. Fetch und Eugene. Kann sein. Jedenfalls, das DUP hat sie. Was? Gerade festgenommen. Das war das ganze Durcheinander vorhin. Ich schätze, sie wollte sie unbedingt erwischen, weil ich entkommen bin. Sie schickt sie zu dieser großen Betonplattform, die das DUP zwischen den beiden Inseln gebaut hat. Wir müssen ihnen helfen. Da gibt es ein Pier gegenüber von der Plattform. Wir treffen uns da nach Sonnenuntergang. Wir sehen uns da. Okay. Reggie, Eugene und Fetch. Hab's gehört. Hank und ich haben einen Plan. Wir stürmen die Insel, schalten alle DUP-Wachen aus und dann... Dalton, ich hab nachgedacht. In letzter Zeit sind sehr viele Unschuldige draufgegangen. Normale Menschen. Normal? Oh Mann, Reg. Fangen wir jetzt wieder damit an. Und ich weiß nicht, ob ich damit noch weitermachen kann. Nur um ein paar Bioterroristen zu befreien. Reggie. Ich bin ein Cop. Ich soll solche Dinge verhindern. Ruf mich einfach an, wenn's vorbei ist. Dann können wir zurück nach Salmon Bay. Und Dalton, nimm dich vor Hank in Acht. Ich trau ihm nicht. Ich auch nicht so wirklich. Oh, but new? Zeitsprung, alles klar. Dann ist es ja mal gut, dass ich die Drohne eben schon eingesammelt habe. Sonst hätte ich sie wieder suchen müssen.
Reg, was machst du denn hier? Hör zu, das sind Menschen da drüben. Sie brauchen Hilfe. Keine Bioterroristen, keine Conduits. Menschen. Okay, danke. Danke, dass du hier bist, also. Was macht der Cop hier? Er ist mein Bruder, okay? Er ist wegen mir hier, also. Was denkst du? Ich habe mich umgeschaut. Das Dock drüben auf der anderen Seite ist das geringste Risiko. Ich dachte, ihr zwei könnt mit eurer Rauchgabe ihre Aufmerksamkeit vielleicht nach vorne lenken. Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Oh, das macht er. Oh, da haben sie zwei gefunden. Dann sehen wir uns drin. Okay? Ja, wir sehen uns drin. Pass auf dich auf, ja? Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Da spricht doch ein Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das Gleiche über dich. Hier ist sie. Wir gehen hier rein und müssten dann mitten in dem Ding wieder rauskommen. Bist du dir da sicher? Hey, als ich in dem Turm war, habe ich einiges gesehen. Eine Sache noch. Wir haben da eins von diesen Drohnendingern, die von denen du Kräfte bekommst. Woher weißt du das? Eine neue Kraft wäre doch nicht schlecht, bevor wir Augustin platt machen. Auf geht's. Hui. Kaboom. Okay, ich sehe schon. Ja, okay, in den Lüftungsschutz. Das heißt, ich baue jetzt erstmal wieder rauf. Boom. Einmal aufgetankt. Und dann hinein. Okay, das ist der Plan. Wir reißen diese Stützpfeiler ein. Die spüren das Rumpeln und schicken die Wachen runter, um nachzusehen. Wir schalten sie aus, dann kommt Augustin angerannt. Wir müssen schnell sein. Das ist ganz schön dicker Beton. Zusammen sollten wir es schaffen, denen einen Stoß zu versetzen. Versuchen wir es mal. Na denn. Nein, das klappt doch. Sorry, dass ich gezweifelt habe. Jawohl. Ah, und da kommen auch die ersten Gegner. Hey, und gleich drei auf einmal. So, Nummer 1. Der ist verletzt, das heißt, der ist erstmal zweitrangig. So. Irgendwen vergessen? Nö. Dann nächster Pfeiler. Unfassbar, dass wir die Dinger wegfegen. Spart ihr noch was für die Diopies auf? Da kommt doch was. Hey! Ich glaube, es hackt bei dir, Cole. Einmal kurz auftanken. Klingt dann auch der Fahrschein. Yep. Das ist die Rache für Captain K. Arschloch! Was ist denn hier einer? Ich sehe gar nichts. So, der ist lahm. Na klar, weiter im Text. Legt euch ja nicht mit mir an! Boah, wenn ich mal treffen könnte, ey. Hier ist doch irgendwo so ein Geschütz, sag mal. Ich habe eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Na gut. Sichtkontakt verloren. Ja. Großteil nach rechts. So, ernsthaft. Einfach abgehauen. Dann frisst das. Du warst jetzt aber nicht so ein fetter Kerl, oder? Also so ein ganz fetter Mann.
Na gut, so, wir müssen hier lang. Oh, da ist ja einer. Oh, nicht erkannt hier im Dunkeln. Natürlich ist das so ein dicker Oschi. Oh, schön Schrank auch. Lala. Mann. Och, Junge. Also jetzt reicht's gleich wirklich. Voll, du gehst mir auf Eier. Ja, jetzt läuft er wieder weg. Oh. Mit dir und schlafen legen. Meine Fresse, hier ist echt ein Nest. So, machen wir erstmal den Pfeiler hier. Da kann ich den jetzt nicht. So. Gemeinsam kann uns keiner aufhalten. Schaffen wir es nicht, Augustin aufzuhalten. So, jetzt ihr. Oh, Scharfschützen, das tut jetzt nicht Not. So. Hier war doch gerade irgendwo eine Rauchquelle. Halt doch was gesehen. Da. Meine Fresse, willst du mich verscheißern hier? Hau ab. So. Oh. Wo war das jetzt? Sag mal. So. Mann, Mann, Mann. Noch einer. Erstmal Ruhe jetzt. Gut. Hallo? Oh. Wo ist er? Mann, jetzt komm hierher, du Affe. Hallo. Oh, sag mal. Meine Fresse, gut, wenn du erst den hier willst, bitte, Mann. Oh. So, können wir uns jetzt um den Pfeiler kümmern? Oder hast du was Besseres zu tun hier? Endlich. Ist er bereit für eine neue Kraft? Mann. Wie hast du? Komm schon, sie wird jeden Moment hier sein. Aha. Komm hier rüber, mal sehen, was für Kräfte du kriegst. Hä? Wo bist du denn? Ach, da. Was? Traust du mir auf einmal nicht mehr? Keine Ahnung, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte Reggie anrufen. Enttäuscht. Ich hab meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Du Mistkerl, ich hab dir vertraut. Trau keinem Häftling. Wie ich sehe, ist das deine Größe, aber nur um sicher zu gehen. Oh, Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Du hättest mich treffen können! Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, steh auf. Komm her, ich mach dir die Handschellen ab. Hier lang, ich geb dir Deckung. Na toll, wie jetzt? Das heißt, ich habe gerade keine Rauchkräfte, ich kann nicht zuschlagen. Sie ist noch am Leben, sie wird zurückkommen. Und ich kann keine Kräfte benutzen mit diesem Betonzeug an mir.
Was ist denn passiert? Es war eine Falle. Hank hat uns hergelockt, damit Augustin uns erwischt. Ich wusste es. Ich hab's dir gesagt. Gott, ich kapier einfach nicht, wieso er uns das antut. Weil er ein Verbrecher ist. Und Verbrecher tun sowas eben. Du hast ja vielleicht Superkräfte. Aber es würde dir nicht schaden, ab und zu mal auf deinen Bruder zu hören. Hm. Ah, da oben ist das Geschütz, okay. Das ist aber ekelhaft. So, Feuerpause. Mann, bleib da doch mal stehen. So, dann... So kann ich mich Augustin nicht stellen. Und jetzt hoffen, hier rüber zu kommen, ohne... Okay. Und hier rein. Okay, komm hier hoch. Ich versuch's ja. Ach, ernsthaft jetzt? Ja, ich kann nichts machen, aber... Sorry, keine Granaten mehr. Ein Fetch? Machen wir es auf die altmodische Art. Was heißt das? Leg die Hände hin. Nicht bewegen. Also. Ich wusste, wir können ihm nicht trauen. Okay, du hattest recht. Hätte ich auf dich gehört, wären wir jetzt nicht hier. Eugene und Fetch. Na, wenn wir schon mal hier sind, dann hätten wir doch auch diese beiden Menschen. Wie willst du uns hier rausbekommen? Ich muss euch runterschießen. So ein Plan kann auch nur Copman einfallen. Irgendwie gefällt mir Copman langsam. Oh Mist. Achtung! Und jetzt? Oh. Die alte Schnalle schon wieder. Lass meinen Bruder in Ruhe, du Miststück! Na, haben wir ein bisschen zugelegt? Shit! Reggie! So ein Scheiß! Dalton! Dalton! Sieh mich an! Du musst loslassen! Nein, ich schaff das! Ich schaff das! Ich schaff das! Ich bin so stolz auf dich! War ich immer... Nein! Mach keinen Mist. Alter. Oh, jetzt wird aber einer sauer, wa? Okay, das wird jetzt aber wahrscheinlich eher so ein Zwischenkampf sein, behaupte ich mal. Das kann doch nicht schon das Ende sein hier. Wo muss ich so... Ach, ich habe keine Raketen mehr. Scheibenkleister. Wo kriege ich denn hier Rauch her? Da oben. Schornstein. Oh, sag mal Keule. Einmal schön durch die Gegend treten hier, jawohl. Ja, alles klar. Also Schild wegballern. Oh, sag mal, ey, sonst hält er sich immer überall fest und hier. Ah, scheiß drauf. Oh. Na, wo willst du hin? Hä? Was sieht denn? Da. Hallo, beweg dich, Mann. Oh. Da sind wir bei meinem Lieblingsthema der Steuerung. Meine Fresse.
Na, nicht aufstehen, erst dreh ich dich ein bisschen durch die Gegend hier. Ach, na toll, kein Ding ins Spiel. Ja, genau, schmeißt du erstmal. Hep. So. Wo bist du? Hä? Moment mal, da kommt doch gar kein Rauch mehr raus, Alter. Hau ab da. So, treten wir ihn nochmal durch die Gegend. Da sind wir ja nicht so. Du dämliche Schabracke. Ah, okay, damit kann ich sie nicht treffen. Wo ist denn hier jetzt auf? Da ist auf. Und wo liegst du? Da. Er hat dir nichts getan! Erledigen Sie Augustin. Na, ob das was wird. Ey! Hallo, jetzt mach doch mal! Geht doch. Mann. Wo ist er denn? So. Schön aufs Maul. Was jetzt hier? Ja, na supi. Jetzt mir mal deine komischen hässlichen Agenten hier auf den Hals, genau. Oh, komm, du noch weg. Weg hier, bevor mich der Agent da einbetoniert. Oh. Leute, ein bisschen geht er mir ja schon auf den Sack, das wisst ihr, ne? So, jetzt aber die ganz grobe Kelle hier. Hier war noch einer. Zack. Kommst du hierher? So, und bleib lieb. Alter, ist der abgehauen? Ach du Scheiße, das sind ja die ganz großen. Wuhu! Alter. So, wo seid ihr denn? So, deinen Kollegen habe ich ja schon. Jetzt musst du nur noch ein bisschen brav sein. Wo seid ihr? Alle Klärchen. So, den haben wir. Hm? Jetzt kommt hier die Oberschnelle wieder. Ja. Tussi, ey. Ja, nee, und Soldaten auch noch. Alter. Hallo. Aber, Moment mal. Machen sie das hier jetzt kaputt, oder wie ist das? Da konnte ich eben, wie es aussieht, Video entziehen. Oh, ja, anscheinend. Das heißt, ich muss jetzt nicht mehr mit Rauch, sondern mit Video ist es in dem Fall. Okay.
So. So. Nervst. Ah, hab ich noch? Jawohl. Ah! Okay, das heißt, da gibt es kein Video mehr. Oh. Ey, Mann, diese Tussi geht einem echt auf die Eier. Unglaublich. Oh, ja, natürlich. Ja, wo kriege ich jetzt wieder ein bisschen View her hier? Da gibt's hier oben noch irgendwas. Nö. Ah, da ist Rauch. Oh, sag mal, du dämliche. Meine Fresse, Alter. Oh, da darf ich gar nicht halten, sagen, was ich von der denke. Meine Fresse, du. So, hier, lass mal ein bisschen nur gegen treten. Mann. Das jetzt? Haben sie getroffen? Oh. Och, Mann, du dämliches Stück, ey. Mann. Oh, ja, natürlich. Versteck dich wieder. Feiges Stück. Und legt sich nieder. Jo, hier. Du hast meinen Stamm gefoltert! Okay, da ist kein Rauch mehr. Ist hier Rauch? Nö. Oh. Hallo? Hab hier nichts mehr, wo ich mich aufladen könnte. Ach doch, da. Na, liegst du hier rum? Kann ich wieso? Ins Wasser treten? So. Klar, ein bisschen längerer Part, aber ich hoffe, das war's jetzt. Jetzt yes. Wild bleibt vom Schauplatz eines heftigen Kampfes zwischen dem DOP und einer kleinen Gruppe Bioterroristen. Man sieht, wie die Reste der gewaltigen Anlage, die das DOP erbaut hat, im eisigen Wasser des Puget Sound versinkt. Augenzeugen zufolge wurde die einzige Überlebende, DOP-Chefin Brooke Augustine, zuletzt gesehen, als sie zu dem riesigen Betonturm wollte, der ihr seit Ankunft des DOP vor fast zwei Wochen als Hauptquartier dient. Doch bisher haben wir noch keinen Kontakt zu Miss Augustine aufnehmen können. Inzwischen gibt es Berichte, dass in mehreren Teilen der Stadt die Bürger für das DOP demonstrieren und verlangen, dass der Bioterroristenaufstand in Seattle mit allen nötigen Mitteln niedergeschlagen wird. Das war Kurt Wyatt von USTV mit einem Live-Bericht aus Seattle. Na, das ist ja super gelaufen. Bruder, wahrscheinlich tot und wir stehen irgendwo ganz weit oben auf der Fahndungsliste.
Du hast es gewusst. Du hast mich vor Hank gewarnt, aber ich habe nicht gehört. Aber ich schwöre dir, Dreckskerl wird dafür büßen. So, alle klar. Hier machen wir dann jetzt erstmal wieder einen kurzen Cut. Das heißt, ja, im nächsten Part geht der Kampf dann direkt nahtlos weiter. Und na, wir müssen ja auch mal gucken, was aus Eugene und Fetch geworden ist vor allem. Ja, bin ich auch mal gespannt. Als wir sie befreien wollten, na, sind sie ja plötzlich in so dem großen Betonklotz eingeschlossen worden. Gucken wir mal, nicht, dass die auf gut Deutsch mitversunken sind. Alles klar, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Falls ja, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Oder, was mich auch freuen würde, schaut euch auf meinem Kanal um. Vielleicht findet ihr ja noch das ein oder andere Video, das euch ebenfalls gefällt. Tschüss.